kann nicht zulassen, dass das Fundament des britischen Empires durch ein paar hysterische Weiber in Frage gestellt wird. Legen Sie Mrs. Pankhurst das Handwerk. Wir wurden belächelt und verspottet. Wir wurden beschattet und verhaftet. Wir wurden geschlagen und eingesperrt. Diese Frau ist die gefährlichste von allen. Der Premierminister wünscht, dass sie ausgeschaltet wird. Wir haben auf der ganzen Welt gekämpft. Für das Frauenwahlrecht. Die Politiker werden uns hassen. Die Journalisten werden uns hassen. Und ja, die Polizisten werden uns behandeln wie Verbrecher. Wir waren bereit, alles zu opfern. Unser Geld, unsere Familie und unser Leben. Und wenn wir das nicht aushalten, dann haben wir keine Chance zu gewinnen. Ich will, dass die Nation darüber nachdenkt, dass die Hälfte ihrer Bürger nicht wählen darf. Dass die Hälfte ihrer Bürger für dieselbe Arbeit nicht einmal halb so viel Lohn bekommt. Dass die Hälfte ihrer Bürger alle Kinder zur Welt bringt, die von der anderen Hälfte jederzeit wieder genommen werden dürfen. Votes for women! Votes for women! Bitte lasst sie nicht los! Warum kann Mutti nicht ganz normal arbeiten? Immer ist sie weg. Wenn du älter bist, wirst du verstehen, warum das noch nicht anders geht. Bitte, helfen Sie uns! Ich helfe dir schon. Ich helfe dir. Sie können die Revolution verschieben, Monsieur le Ministre, aber Sie können sie nicht aufhalten. Mein Name ist Anita Augsburg. Ich bin Juristin und Frauenrechtlerin. In wenigen Tagen wird wahr, wofür ich seit Jahrzehnten kämpfe. Zum ersten Mal spricht eine Frau im deutschen Parlament. Ich bitte dieses Tag. Entschuldigen Sie. Wenn ich Fahrrad fahre, vergesse ich immer die Zeit. Ich hoffe, Sie mussten nicht zu lange auf mich warten. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Mein Chefredakteur will unbedingt diesen Artikel über Marie Juchacz. Sie nicht? Die erste Frau, die im deutschen Parlament spricht? Nichts bringt zurzeit so viel Auflage. Und natürlich das Frauenwahlrecht. Blaustrümpfe und Anarchisten geht wahrscheinlich so gut wie Massenmörder und Adelshochzeiten. Ich schreibe nicht über Adelshochzeiten. Gut. Wenn Sie Klischees erwarten, sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Sie können in meinem Arbeitszimmer warten. Ich mache mich rasch noch ein bisschen frisch. Das kann ja heiter werden. Mein Name ist Leonard Kern. Ich bin Journalist und schreibe für die Münchner Zeitung. Emmeline Pankhurst, von allen Suffragetten bewundere ich Sie am meisten. Sie macht keine Kompromisse. Politik besteht aus Kompromissen, außer für Terroristen natürlich. Emmeline ist keine Terroristin. Sind Hungerstreiks und Brandbomben für Sie politische Argumente? Wir konnten uns die Waffen nicht aussuchen. Der Gegner hat sie uns diktiert. Und der Gegner war natürlich der Mann. Wir können das auch sein lassen. Meinetwegen fahren Sie nach München zurück. Erzählen Sie Ihrem Chef, die alte Suffragette hat Sie rausgeschmissen. Verzeihen Sie. Setzen Sie sich. Sehen Sie? Einer der Denker. Monsieur Clemenceau, bitte helfen Sie mir. Mein Mann ist ein Reaktionär. Was Sie nicht davon abgehalten hat, mich zu heiraten? Natürlich nicht. Schließlich bin ich auf einem katholischen Konservatorium erzogen worden. Und das hat Sie gelehrt, die Ehe zu ehren? Nein. Es hat mich gelehrt, Wasser zu predigen und Wein zu saufen. Mein Name ist Marguerite Durand. Ich bin eine Bürgerstochter. Zumindest auf dem Papier. Denn allzu bürgerlich ist es in meiner Familie nicht zugegangen. Meine Mutter hat mich alleine großgezogen. Nur der Staat darf Steuern erheben. Und nur der Staat entscheidet, was damit geschieht.
Mich interessiert nicht, welche Rechte die Kirche von all das her hat. Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Wir leben in einer Republik. In Paris bin ich für meine Fähigkeit, mir bedeutende Freunde zu machen, berühmt und berüchtigt. Das Brillieren auf dem Parkett habe ich nicht im katholischen Konservatorium gelernt, sondern als Schauspielerin an der Comédie Française. Mein lieber Laguerre, Sie Nein. und Ihre Reaktion... Das ist Georges Clemenceau, ein Zeitungsherausgeber. Noch. Sein politischer Ehrgeiz ist immens. Viele Jahre später wird er für mein Schicksal ebenso wichtig sein. Wie in naher Zukunft Antoine Perrivier, der Chefredakteur der Zeitung Le Figaro. Mein lieber Monsieur Perrivier, wenn Sie mir nicht glauben, dass ich weiß, wovon ich rede. 10 Jahre katholischer Unterricht auf den Knien. Ich zeige meine Wunden mit dem Stolz eines Soldaten. Hör auf, dich wie eine Hure zu benehmen. Worüber amüsieren Sie sich? Man hat den Eindruck, dass die Frauen, die sich am meisten gegen die Unterdrückung durch Männer gewehrt haben, die am wenigsten Unterdrückten waren. Gut ausgebildet, respektiert oder sogar berühmt, mit geerbtem Vermögen. Sie haben doch wirklich keine Ahnung. Die Frauenbewegung ist alles andere als eine Freizeitbeschäftigung gelangweilter Damen der besseren Gesellschaft. Wir Männer durften damals übrigens auch nicht überall wählen. In Preußen gab es das Dreiklassenwahlrecht. Und auch in England war es vom Einkommen abhängig. Nur die Männer in Frankreich hatten sich bereits das Wahlrecht erkämpft. Aber wir Frauen durften nirgendwo wählen. Nicht in Amerika, Schweden, England, Frankreich, Österreich oder Deutschland. Das wollten wir uns nicht länger gefallen lassen. Was es bedeutet, rechtlos zu sein, habe ich zum ersten Mal erlebt, als ich in einer Fabrik gearbeitet habe. Oh, ich bin keine so gut. Warum habe ich nicht besser aufgebrochen? Also habe ich zuerst damit Lau gearbeitet. Oh Gott, das war nicht dein Fehler. Die Eimer sind viel zu schwer. Oh, nur lieber, oh Gott, nein. Mein Name ist Marie Juchatz. Wir müssen die Lauge wegspülen, das wird schon wieder. Ich stamme aus einer Handwerkerfamilie. Helfen Sie mir, wir brauchen mehr Wasser. Du dämliche Gans. Kannst dich besser aufpassen. Jetzt sieh dir mal deine Beine an. Es tut mir leid, Herr Adamek, das kommt nicht wieder vor. Na allerdings, pack dein Zeug und hau ab. Was? Und du gehst zurück an die Arbeit. Sie können Josephine doch nicht einfach rausschmeißen. Das war nicht Ihr Fehler. Natürlich war das mein Fehler. Ich habe nicht aufgepasst. Nein, du hattest keine Kraft mehr. Die Eimer sind viel zu schwer. Und außerdem sollten wir Stiefel und Gummischürzen tragen. Ach, wirklich? Dann arbeite doch woanders. Wie ist der Name gleich? Jetzt hören Sie nicht auf Sie. Was weiß sie denn schon? Können Sie mir mit dem Wasser helfen, Herr Adamek? Bitte. Josephine? Hau ab. Hau ab! Zusammenbrechen oder protestieren. Vor dieser Wahl standen Millionen von uns Frauen damals. Da ein Arbeiter mit seinem Lohn die Familie nicht ernähren konnte, haben auch wir geschuftet. Und nach der Arbeit warteten noch der Haushalt und die Kinder. Die meisten von uns haben härter gearbeitet als ihre Männer. Verdient haben wir nicht mal halb so viel. Mit meinem Bruder Otto habe ich damals noch zu Hause bei meinen Eltern gelebt. Die Arbeit macht einen völlig stumpfsinnig. In einem Jahr bist du in der Lehre. Sobald Vater wieder gesund ist, hörst du in der Fabrik auf. Na toll. Dann quält mich nicht mehr mein Vorarbeiter, sondern mein Meister. Glaubst du, ich werde nicht ausgebeutet? Ja, aber du kannst was dagegen tun. Ich als Frau darf ja noch nicht mal in die SPD eintreten. Du kannst heiraten. Wenn du dir den richtigen Mann aussuchst, ist es mit der Quälerei vorbei.
Machst du mir auch eins? Gleichheit scheint der Wahn dieses Jahrhunderts zu sein. Trauern Sie dem Kaiser hinterher? Wollen Sie das Dreiklassenwahlrecht wieder haben? Ich fand es immer gerecht, dass diejenigen, die am meisten Steuern zahlen, auch am meisten zu sagen haben. Warum durfte ich dann nicht schon vor Jahren wählen? Ich zahle nämlich Steuern an den Staat. Und zwar nicht zu knapp. Zum Dank wurde ich wie ein Idiot behandelt. Es war einfach an der Zeit, diese Ungerechtigkeit zu beenden. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Suffragettenkongress. Alte Jungfern, dicke Hintern, Lesbierinnen und Amazonenlyrik. Wer meldet sich freiwillig? Immer die, die zu spät kommt. Tut mir leid, aber der Concierge lässt mir nicht mehr den Fahrstuhl. Wir überschreiten das zulässige Höchstgewicht. Ich habe eher den Eindruck, dass Sie den großen Auftritt vermissen, Madame Durand. Aber keine Sorge. Wenn Sie hier auftauchen, werden sich alle Blicke nach Ihnen drehen. Ach du lieber Himmel. Weltkongress. Was für ein hochtrabender Name für eine Selbsthilfegruppe alter Fräuleins. Muss ich da tatsächlich hin? Da schreibe ich doch trocken. Davon bin ich überzeugt. Aber unglücklicherweise erwarten unsere Leser von Figaro nicht nur Sottisen, sondern auch Fakten. Exakt. Also gut, meinetwegen. Gut, dann haben wir das. Monsieur, an die Arbeit. Monsieur, ich benötige hier eine Unterschrift. Legen Sie es mir auf meinen Tisch. Ist das nach ihm. Musst du deinen Bauch immer so in den Vordergrund spielen? Du machst es den Leuten nur schwer, diskret zu sein. Diskretion wäre gar nicht nötig, mein Schatz, wenn du nicht so ein Feigling wärst. Ich habe mich schließlich auch scheiden lassen. Du hast auch einen anderen Ruf zu verteidigen als ich. Oh, vielen Dank. Was willst du? Ich werde für das Kind sorgen, als wäre es mein eigenes. Was heißt, als ob? Es ist deins. Frauen, die unehelich schwanger wurden, hatten keine Rechte. Der Staat steckte sie mit ihren Säuglingen in Armenhäuser. Dort fristeten sie ein elendes Dasein. Vielen Müttern wurden die Kinder weggenommen. Das wollten wir Frauenrechtlerinnen nicht mehr länger hinnehmen. Ein Kind gehört zu seiner Mutter. Da sind Sie doch sicher einer Meinung mit mir, Mr. Swift. Das kommt auf die Mutter an. Ich denke, nicht alle Frauen sind in der Lage, sich um ihre Kinder zu kümmern. Wie oft musste ich mir solche Sätze von Politikern anhören? Mein Name ist Emmeline Pankhurst. Zusammen mit meinem Mann Richard, einem Rechtsanwalt und Sozialisten, versuchte ich, mächtige Abgeordnete zum Umdenken zu bewegen. Zunächst nur mit Worten. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie einem Dienstmädchen ihr Kind aus den Armen gerissen wurde, um es zur Adoption freizugeben. Der Vater des Kindes war ihr Dienstherr und weiß Gott, sie hätte seine Enkelin sein können. In diesem Zusammenhang wollen Sie doch wohl nicht von Lust sprechen, Mr. Sway, oder? Was erwarten Sie? Dass der arme Mann ja eine Apanage zahlt? London würde überquellen von schwangeren Dienstmädchen. Oder die Männer würden sich zweimal überlegen, ob sie für einen zweifelhaften Moment ihrer Glückseligkeit, ihre Ehe und ihren Ruf ruinieren. Dasselbe könnte man über die Dienstmädchen sagen. Diese Frauen haben doch gar keine andere Wahl. Natürlich haben sie eine Wahl. Sie können kündigen. Niemand zwingt sie, bei einem Herrn zu bleiben, der sie belästigt. Und das Dienstzeugnis schreibt dann der ehrenwerte Belästiger. Es ist doch wohl so, dass weibliche Hausangestellte in diesem Land ihrem Herrn ausgeliefert sind. Nicht weniger als die Neger in Mississippi. Unsinn. Eine Engländerin gehört sich selbst. Sei sie nun Herrin oder Dienerin. Und weil sie sich selbst gehört, darf sie sich auch selbst verkaufen, um ihre Kinder durchzubringen. Für lumpige 2 Schilling in den dunklen Gassen des beschaulichen Hafenviertels. Aber gerade deshalb ist die Adoption doch ein Segen.
ohne ein Kind am Rockzipfel können diese Frauen eine neue Anstellung finden. Ist köstlich. Ein Sherry, Mr. Swain. Danke. Ihre Begeisterung für eine Sozialistin befremdet mich. Ich dachte, Sie wollten mit der Arbeiterbewegung nichts zu tun haben. Ich bin eben Individualistin. Ich habe mich auf meine Weise für das Frauenwahlrecht eingesetzt. Es liegt mir nicht, in Reihe und Glied zu kämpfen. Sie meinen so wie Marie Juraj? Es gibt einen Grund, warum erfolgreiche Armeen nicht aus Individualisten bestehen. Mag sein, dass es für Marie Juraj keinen anderen Weg gab, als sich einer schlagkräftigen Organisation anzuschließen. Arm, ungebildet, verbindungslos, wie sie war. Umso größer ihre Leistung, es bis ins Parlament geschafft zu haben. Oder meinen Sie nicht? Parteikarrieren verlaufen eben steiler. Vor allem, wenn man von ganz unten anfängt. Ohne all das, was Sie hatten. Bildung, Verbindungen, Vermögen, keine Kinder, eine wohlhabende Freundin. Verstehen Sie mich nicht falsch. Fräulein Heimann hat einen Großteil ihres Vermögens für die Armen gespendet. Das ist sehr löblich. Aber nie ging es für eine von Ihnen beiden um die Existenz. Und es war wirklich nur das eine Mal. Er hat gesagt, dass es ihm leid tut und dass es nicht wieder vorkommt. Glaubst du ihm? Ich weiß nicht, wie oft er mir schon versprochen hat, mit dem Trinken aufzuhören. Aber es wird immer schlimmer. Jetzt greift er schon in meine Kasse, um den Schnaps zu bezahlen. Ich rede mit ihm. Niemand schlägt meine Tochter. Das passiert nicht nochmal, das kannst du mir glauben. Vater, ich lass mich scheiden. Das kannst du nicht. Denk doch an deine Kinder. An die denke ich ja gerade. Besser, sie haben keinen Vater als einen, vor dem sie Angst haben. Und was willst du dann machen? Von einer Geschiedenen, da lässt sich doch hier niemand einen Knopf annähen. In Berlin ist das kein Problem. Du willst zu Otto. Für uns freiheitssuchende Frauen waren Großstädte wie Berlin Sehnsuchtsorte. Hier sind wir unseren Familien, den Ehemännern und der dörflichen Enge entkommen. Hier haben wir anonym und unbeaufsichtigt gelebt. Sonntags ausschlafen, das Korsett gegen bequeme Kleider austauschen, die Haare abschneiden, rauchen oder turnen. Das klingt verlockend. Aber für viele war das Großstadtleben kein Zuckerschlecken. Obwohl sie rund um die Uhr schufteten, waren sie auf Suppenküchen angewiesen. Genau von diesem Elend habe ich auf dem Frauenkongress, den ich für den Figaro in Paris besucht habe, erfahren. Ausgebeutete Arbeiterinnen, verprügelte Ehefrauen, verführte Dienstmädchen, wer will denn sowas lesen? Frauen. Ich werde nicht lügen, nur um mich über diese Frauen lustig zu machen. Müssen Sie deshalb in so einen melodramatischen Ton verfallen? Danke für das Buch, Monsieur Laval. Lassen Sie uns nicht streiten, Madame. Seien Sie so lieb und schreiben das Stück für mich um. Verstehe. Erleichterung steht der verhärmten Frau ins Gesicht geschrieben.
als sie erfährt, dass ihr Ehemann nicht bestraft wird. Gott sei Dank gibt es kein Gesetz, was ihm verbietet, ihr die Knochen zu brechen. In etwa so? Das ist doch nicht komisch. Ein Ehemann darf seine Frau jederzeit betrügen. Dreht sie den Spieß um, kommt sie dafür ins Gefängnis. Wussten Sie das, Monsieur? Haben Sie das gehört? Oh ja, Madame. Das wussten Sie. Das sind nämlich Journalisten. Sie hingegen sind eine beliebte Schauspielerin mit einer scharfen Zunge, die der Figaro für die seichte Unterhaltung engagiert hat. Also gut. Offenbar möchte Madame Durand das Stück nicht schreiben. Sieht sich sonst irgendjemand in der Lage, dass... Du bist so ein Spießer. Übertreib es nicht! Ich bin immer noch dein Chef. Nicht mehr. Monsieur? Ja, kommen Sie. Ein bisschen spät. Bitte nehmen Sie Platz. Auch ich habe in Berlin mit meinen Kindern von vorn begonnen. Mit Hilfe meiner Schwester, Elisabeth. Tagsüber haben wir zu Hause genäht und am Abend sind wir in den Frauenverein. Da wir keine Politik machen durften, waren die Themen unverfänglich. Kochen, Kinder und Nähen. Selbst das war suspekt. Wir wurden überwacht. Jede Äußerung war gefährlich. Das reicht! Die Veranstaltung ist aufgelöst! Was? Moment! Niemand von Ihnen wird je wieder eine Frauenversammlung besuchen. Was? Wir haben nichts gemacht? Und bei Verstoß dagegen, da gibt es Hausarrest. Und jetzt raus hier! Moment. Was sagt denn Ihre Frau dazu, dass sie sich die Abende auf unseren langweiligen Veranstaltungen um die Ohren schlagen müssen? Ich hoffe, Sie verdienen genug, dass Sie sie zum Dankmal ausführen können. Danke. Angst vor der Obrigkeit hatte ich aber nie. Bitte, Dr. Fuhrmann. Ja, danke. Schon bald wurde ich Vorsitzende eines SPD-nahen Frauenvereins. Bei mir musste die Politik noch warten. Aber Monsieur Clemenceau, wer wird denn an einem solchen Tag arbeiten? Genießen Sie doch einfach mal die Sonne. Zuerst musste ich um meinen Sohn kämpfen. Sie haben gewonnen. Dank Ihrer Hilfe? Ist er nicht entzückend? Setzen wir uns. Was hat denn jetzt den Richter überzeugt? Mein Tagebuch. Ich wusste es. Ist es nicht eine Schande, dass ich meine Befähigung zur Mutter mit Windelrechnungen und Kinderarztvisiten nachweisen muss? Madame, ich schäme mich für mein Geschlecht. Ja. Monatelang interessiert sich Perivier nicht für den Jungen und dann nimmt er ihn sich einfach, um ihn von seiner 18-jährigen Tochter großziehen zu lassen. Aber er hat nicht mit der Durchtriebenheit seiner gefallenen Mätresse gerechnet, die alles, was sie für das gemeinsame Kind tut, feinsäuberlich in ihr Tagebuch notiert. Madame Durand, Sie sind ein Naturereignis. Ja. Ihre Ausstrahlung ist so stark, dass sie selbst diejenigen verbrennt, die sich im Schatten halten. Vielen Dank. Wenn Sie mich fragen, nichts kann Ihren Ruf ruinieren. Nun hatte ich mir zwar das Sorgerecht erkämpft, aber wie viele Frauen hatten schon meine Kontakte und mein Wissen? Das wollte ich ändern. Und zwar mit einer Zeitschrift. Nur für uns Frauen. Religion und Sozialismus. Religion und Sozialismus. Sind das zwei Dinge, die sich überhaupt nicht vertragen? Oder vielleicht doch? Religion und Sozialismus. Religion und Sozialismus. Religion verträgt sich mit Sozialismus. Du schaffst das.
Warum wollen die, dass ich eine Rede halte? Und dann noch über Sozialismus und Religion. Was weiß ich denn davon? Halt dich einfach an unser Manuskript. Was da drin steht, stimmt. Mir ist schlecht. Kotzen ist meine Aufgabe. Mein Mann Richard starb überraschend. Nun war ich Witwe und alleine mit 4 Kindern. Wie lange kämpft ihr jetzt schon? Was habt ihr erreicht? Nichts. Die alten Männer im Parlament wischen sich mit euren Eingaben ihre faltigen Hintern ab. Es reicht. Ihr wollt doch immer, dass ich meine Meinung sage. Wir Frauen sind stumm. Wir haben keine Stimme ohne einen Mann an unserer Seite. Und ohne Eingaben werden wir auch nie eine bekommen. Ich kann das nicht mehr hören. Eingaben, Reden, Manifeste, Gesetzesentwürfe. Dass dein Vater wohl dazu gesagt hätte, dass seine Gesetzesvorlage heute abgelehnt wurde. Das Gleiche, was er immer gesagt hat. Wer die besseren Argumente hat, der bekommt auch die Macht im Parlament. Früher oder später. Wenn ich so alt bin wie du, dann interessiert es mich aber nicht mehr. Dann ist mein Leben vorbei. Geduld. Eine Tugend, die ich an deinem Vater immer sehr bewundert habe. Aber vielleicht darf jede Tugend wie jedes Leben auch nicht ewig dauern. Erinnerst du dich noch an den Abend, an dem du so wütend geworden bist, als du uns gesagt hast, wir würden immer nur reden? Ja. Du hattest recht. All unsere juristischen Tricks und Spitzfindigkeiten haben uns keinen Schritt weitergebracht. Freiwillig werden die Männer ihre Vormachtstellung nie aufgeben. Wir müssen sie dazu zwingen. Wie denn? Mit Gewalt. Komm, Christabel Pankhurst, Tochter von Richard Pankhurst. Zeig deiner Mutter, ob dein Vater dir ein guter Fechtmeister war. En garde. Aus diesem Grund gründeten Emily, ihre Tochter Christabel und andere Frauen die Women's Social Political Union, kurz WSPU. Auch Emmelines Töchter Sylvia und Adela sind bald darauf eingetreten. Ja. Lila, weiß, grün. Die Farben der Suffragetten. Lila steht für die Würde, weiß für die Unschuld und grün für die Hoffnung. In der Propaganda war Emmeline uns weit voraus. Die WSPU verkaufte jede Menge von diesem Zeug. Emmeline schlug damit 2 Fliegen mit einer Klappe. Sie machte Werbung für die Bewegung und verdiente Geld dabei. Steht doch in der wohltätigsten Engländerin. Noch eine Krämerseele. Natürlich. Wenn Männer Geld machen, dann sind sie Unternehmer. Tun Frauen dasselbe, dann sind sie Krämerseelen. Aber wenn ihnen Betteln lieber ist. Einen Groschen. Für die deutsche Frauenstimmrechtsbewegung. Für mich fühlt sich das eher nach einem Raubüberfall an. Es ist für einen guten Zweck. Aha. Sehen Sie? La France. Ja, eine Zeitung von Frauen für Frauen. In Deutschland war sowas damals nicht zu bekommen. Ich musste sie mir aus Paris zusenden lassen. Können Sie Französisch? Ein bisschen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das ist der Artikel. Ja.
Meine Damen, bitte setzen Sie sich. Ich hoffe, die Sessel sind bequem, denn Sie werden von nun an viele Stunden darin verbringen. Merci. Die La Fronte ist anders als alle Zeitungen, für die Sie bisher gearbeitet haben. Wir behandeln andere Themen, wir haben andere Leser und wir gehen anders miteinander um. Hier zählt jede Meinung, hier wird niemandem der Mund verboten. Hier sind Sie Frau, hier dürfen Sie es sein. Bravo. Die Zeit war reif, den Lauf der Geschichte zu ändern. Frauen auf der ganzen Welt wollten ihr Schicksal selbst bestimmen, ihr Leben in die Hand nehmen und es sich nicht mehr länger von Männern vorschreiben lassen. Ich habe nichts gegen Männer. Wer soll mich denn sonst bewundern? Exakt. Aber Bewunderung ist etwas für den Abend. Tagsüber will ich Respekt. Oh ja. Respekt vor meiner Arbeit, Respekt vor meinem Eigentum, Respekt vor meinem Wunsch, mein Leben so zu führen, wie ich es will. Einigkeit, Härte und Disziplin. Mit der Erfahrung meiner Generation und der Energie der Jugend kämpfen wir von nun an nur mehr für ein einziges Ziel: das Wahlrecht. Es gibt viele, die Angst davor haben, dass wir Frauen frei sind. Die Pfaffen halten uns für sündhaft, die Parteibonzen für hysterisch und die Professoren für dumm. Die Arbeiter, unsere natürlichen Verbündeten, fürchten unsere Konkurrenz, genauso wie viele Ehefrauen. Wir müssen diesen Menschen zeigen, dass es keinen Grund gibt, für uns Angst zu haben. Im Gegenteil. Ein Frankreich, in dem Frauen genauso viel wert sind wie Männer, in dem sie die gleichen Rechte haben, ist ein besseres Frankreich. Meine Damen, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Wenn Sie in die WSPU eintreten, lassen Sie alle anderen Bindungen hinter sich. Sei es zu einer Gewerkschaft oder zu einer Kirche. Die WSPU ist von nun an Ihre Kirche. Und sie duldet keinen anderen Gott neben sich. Jetzt hast du es. Frauen auf der ganzen Welt bewunderten uns. Denn wir waren radikal. Die Bewunderung vom Lager der Arbeiterfrauen hielt sich jedoch in Grenzen. Sie verübelten den Suffragetten, dass sie sich nicht um soziale Belange scherten. Und die Christinnen spürten den mangelnden Respekt vor der Kirche. Doch trotz der Skepsis und des Argwohns vieler Frauen war Marguerite Durand's La Fronde ein voller Erfolg. Sie erreichte rasch eine Auflage von 40.000 Stück. Die Zeitung wurde ausschließlich von Frauen gemacht und hatte jede Woche ein Frauenthema im Fokus. Scheidungsrecht, Kinderarmut oder auch Babypflege. Marguerite wollte keine furchterregende Suffragette sein, deshalb nannte sie sich Suffragettise. Das Wahlrecht war ja erst gar nicht so wichtig. Das beweist doch, dass Frauen von Natur aus gar nicht am Wahlrecht interessiert sind. Nicht von Natur aus, von Haus aus. Man hat sie so dressiert. Und sie hat man nicht dressiert? Meine Eltern waren liberal. Ich durfte auf Bäume klettern, mich schmutzig machen, Fahrrad fahren. Alles, was die Jungs machen. Typisch. Kaum lässt man Mädchen auf Bäume klettern, wollen sie schon gleich das Wahlrecht. Wer als Kind frei war, der will es auch als Erwachsener sein. Aber auch mich ereilte natürlich das Schicksal der Mädchen von Stand. Schule für höhere Töchter? Ja, ich hatte nicht den geringsten Ehrgeiz, mich zur staatlich lizenzierten Bürgersgattin ausbilden zu lassen. Gott sei Dank ließ mein Vater mich in seiner Kanzlei mitarbeiten. Ich weiß nicht, wie ich die Zeit zu meinem 21. Geburtstag überlebt hätte. Endlich durfte ich nach Berlin. Um meine Eltern zu beruhigen, machte ich erst mal eine Ausbildung. Lehrerin und Turnleiterin. Aber als ich ein kleines Vermögen von meiner Großmutter vererbt bekam, da konnte keine Vernunft der Welt mich mehr zurückhalten. Sie gingen in die Politik? Nein, ich ging ans Theater. Ach. Ja, das passiert, wenn man auf eine Schule für höhere Töchter geschickt wird. Dann glaubt man, im Theater ging es um die hohe Kunst und nicht darum, auf dem Schoß des Intendanten zu sitzen. Verstehe. Das bezweifle ich. Jedenfalls war das ein kurzes Gastspiel. Und ich zog mit meiner Freundin nach München. Genauer gesagt nach Schwabing. Denn Künstlerin wollte ich schon noch bleiben. Unsere Fotos von Frauen in Männerposen waren damals der letzte Schrei. Irgendwie erotisch.
musste schließlich Geld verdienen. Waren das Damen aus Ihrem Milieu? Wenn Sie damit das bürgerliche Milieu meinen, ja. Sogar Thomas Mann hat sich von mir fotografieren lassen. In Frauenkleidern. Solche Scherze konnte man nur mit seinem Bruder machen. Thomas Mann war schon damals sehr auf seine Würde bedacht. Die Frauen waren übrigens auch nicht einfach. Für viele war es undenkbar, sich in einer männlichen Pose zu zeigen. Der grübelnde Gelehrte. Ich halte das weibliche Gehirn für ungeeignet zur echten Abstraktion auf akademischem Niveau. Und obwohl es so ist, haben Sie studiert. Warum? Weil es notwendig war. Kaiser Wilhelm II. Hatte sich entschlossen, Tabula Rasa zu machen. Er wollte ein neues bürgerliches Gesetzbuch haben. Das hatte ich ihm damals gar nicht zugetraut. Er dachte doch eigentlich nur an Kolonien für uns Deutsche. Das BGB sollte moderner werden als der Code Civil. Um mitreden zu können, beschloss ich, Jura zu studieren. Da wir Frauen in Deutschland nicht studieren durften, habe ich mich in Zürich an der Universität eingeschrieben. Von dort bin ich nach Deutschland gefahren und habe Vorträge in Frauenvereinen gehalten. Wir Juristen träumten nämlich von einem Meilenstein der Rechtswissenschaft. Ein bürgerliches Gesetzbuch, das Männer und Frauen völlig gleichstellt. Das Ziel schien zum Greifen nah. Als die Kommission 1888 den Entwurf vorlegte, war ich aufgeregt wie ein Kind an Weihnachten. Die ersten Zeilen klangen noch gut. Eine volljährige Frau ist mündig und darf über ihren Wohnort und ihren Beruf selbst bestimmen. Sie ist rechtsfähig und darf Verträge abschließen und Geldgeschäfte tätigen. Das Eherecht. Das ist eine Schande. Sobald eine Frau heiratet, gehen alle diese Rechte an den Ehemann über. Er darf sogar ihr Geld ausgeben, ohne sie zu fragen. Die Frau wird mit der Hochzeit praktisch entmündigt. Es war überhaupt kein Fortschritt für uns Frauen. Mir war klar, das durfte niemals Gesetz werden. Wir liefen Sturm gegen das Gesetz, schrieben Briefe, trugen uns in Listen ein und verfassten Petitionen. Aber nicht wir waren in den Schlagzeilen, sondern die anstehende Weltausstellung in Paris. Rolltreppen, der Eiffelturm, die allerersten Filmaufnahmen, das war zu sehen. Also war alles vergeblich gewesen. Ich erinnere mich noch genau an die Abstimmung. Ich saß auf der Reichstagstribüne. Es war aussichtslos für den Antrag der SPD. Eine historische Chance war vertan. Naja, historisch? Historisch. Wir schreiben jetzt das Jahr 1919. Wir haben den Krieg verloren. Der Kaiser hat abgedankt. Aber das BGB ist wie in Stein gemeißelt. Es ist unangetastet. Noch immer geben wir Frauen mit der Hochzeit alle Rechte ab. Das wäre nie passiert, wenn Frauen damals mit abgestimmt hätten. Das Wahlrecht ist der Schlüssel zur Gerechtigkeit. Alles andere folgt daraus. Deshalb haben wir den größten internationalen Frauenkongress in Berlin abgehalten. Da konnten alle sehen. Der Kampf für das Frauenwahlrecht ist eine weltweite Bewegung. Auch Marguerite war in Berlin. Sie hat sogar den Kaiser getroffen. Sie konnte wirklich jeden bezirzen. Entschuldigen Sie. Ist schon gut. Ja, ich kannte den deutschen Kaiser. Ein netter Mann. Kontakte in diese gesellschaftlichen Kreise waren wichtig, um die Sache von uns Frauen voranzutreiben. Sie überschätzen meinen Einfluss, meine Damen. Es gibt 100 weitere Senatoren im Senat. Nicht alle denken so modern wie ich. Aber alle Zeitungen dürfen aus dem Senat schreiben. Und warum dann nicht auch die der Frauen? Schicken Sie doch einfach einen männlichen Korrespondenten.
Wir beschäftigen keine Männer und bisher hat sie das auch nicht gestört. Im Übrigen, wir wären nicht undankbar. Unsere Leserinnen sind sehr moralisch. Sie beurteilen Politiker nach ihrem Privatleben. Und wir beide wissen doch ganz genau, dass viele Männer auch, wenn sie es niemals zugeben würden, bei der Wahl von ihren Frauen beeinflusst werden. Sie wollen über mich schreiben? Mehr als das. Wir besuchen Sie zu Hause. Ihre Frau engagiert sich doch für die Wohlfahrt, nicht wahr? Sie spendet. Manchmal. Vorbildlich. Genauso wie die Ehe, die Sie führen. Und die Kinder, die Sie erzogen haben. Ich sehe schon die Schlagzeile. Für die Familie und die Nation. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir Frauen de la France durften aus dem Senat in Paris berichten. Aber wählen durften wir noch lange nicht. In England schienen wir unserem Ziel greifbar nahe zu sein. Ich hatte einen progressiven Abgeordneten der Labour Party dazu gebracht, eine Gesetzesvorlage zum Frauenwahlrecht im Parlament einzubringen. Worüber lachen Sie? Churchill erzählt gerade, wie er nach einer Zechtour seine Kutsche nicht findet. Ah. Was ist? Ich weiß, was Sie vorhaben. Seit 4 Stunden debattieren die Herren nun über den Tagesordnungspunkt Nummer 1, die Lichtpflicht für Kutschen. Tagesordnungspunkt Nummer 2 ist das Wahlrecht für Frauen. Und Sie glauben tatsächlich, dass wir dieses Manöver nicht durchschauen. Wenn die Vorlage heute nicht gelesen wird, verschwindet sie für immer von der Agenda. Ladies. Votes for women! Votes, votes for women! Women. Votes for women! Women. Stimmrecht für Frauen. Das war die Geburtsstunde unseres Wahlspruchs. Schon bald schallte er durch die Straßen von Berlin, New York oder Paris. Aber an diesem Tag zeigte die Staatsmacht uns auch, was sie davon hielt. Nichts. Die Polizisten stürzten sich in die Menge, sie stießen uns herum, verbaten uns den Mund und schickten uns nach Hause. Auch im Kaiserreich bekamen wir die Härte des Staates zu spüren. Sie ist unter den Wert gekommen. Schutzmann hat sie niedergeritten. Was? Ja, mach was. Wo tut's dir weh? Nur hier. Wir dürfen dich immer prellen. Bist du dir sicher, dass dir das Pferd nicht in den Bauch getreten ja. hat? Ja. Es war nur die Hüfte. Ich hätte euch da nicht hinlassen dürfen. Hast du ja auch nicht. Du hast recht. Ich hätte dich niemals mit auf die Demonstration nehmen dürfen. Du hättest dein Kind verlieren können, Elisabeth. Ja, hol noch mehr Wasser. Du schaffst es. Wie lange ging das noch gut? Elisabeth hatte bald eine eigene Familie. Und ich war ohne Mann. Hatte mein Kampf überhaupt Aussicht auf Erfolg? Um uns herum hat sich die Welt rasend verändert. Ich habe Zeppeline am Himmel gesehen. In Amerika wurden Autos am Band gefertigt und Häuser schossen in schwindelerregende Höhen. Auch wir Frauen erregten Aufsehen. Marie Curie bekam Nobelpreise. Bertha Benz fuhr besser Auto als alle Männer. Und Käthe Kollwitz berührte die Menschen mit ihrer Kunst. Doch die Parlamente waren für uns noch immer fest verschlossen.
Genau aus diesem Grund habe ich die Taktik gewechselt. Wenn Argumente nichts nutzen, vielleicht List. Sie sind verrückt, Madame. Wieso? Das kann mir doch keiner verbieten. Muss er auch gar nicht, es ist schon verboten. Frauen dürfen nicht in die Nationalversammlung. Aber nirgendwo steht, dass sie nicht dafür kandidieren dürfen. Ja, aber das macht nur dann Sinn, wenn die Leute auch davon erfahren. Und Sie glauben doch nicht wirklich, dass irgendeine andere Zeitung außer de la Fronde darüber berichten wird? Es kommt darauf an, wie spektakulär meine Wahlkampagne ist. Ja, was haben Sie denn vor? Wollen Sie sich kopfüber am Eiffelturm aufhängen? Ich hatte daran gedacht, mit einer Löwin durch Paris zu spazieren. Wo wollen Sie denn eine Löwin herkriegen? Ein Freund hat mir kürzlich eine geschenkt. In England war seit unserem Besuch im Parlament den mächtigen Männern das Lachen vergangen. Aufmerksam verfolgte der britische Staat das Tun von uns Suffragetten. Allen voran Premierminister Henry Campbell Bannerman. Bitte. Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen, Herr Premierminister. England scheint sich zu verändern. Meine Mutter lehrte mich die Gastfreiheit. Und mein Vater hat mir beigebracht, dass ein Gentleman erst dann Platz nimmt, wenn es die Frau bereits getan hat. Und mein Vater hat mir beigebracht, mich nicht mit Frauen von der Straße einzulassen. Hören Sie, Mrs. Pankhurst. Meine Regierung hat viel getan für die Sache der Unterprivilegierten. Sie meinen Minderbemittelten. Ich habe die allgemeine Schulspeisung eingeführt. Ich habe es den Gewerkschaften leichter gemacht, zu streiken. Aber Demonstrationen vor meinem Amtssitz werde ich nicht dulden. Die britische Regierung lässt sich nicht erpressen. Erpressen womit? Mit Worten? Mit Plakaten? Mit Schmuck? Mit der Gewalt, zu der sie mich zwingen. Niemand will Frauen sehen, die von der Polizei abgeführt werden. Niemand will seine Ehefrau von der Wache abholen. Wo sonst werden wir Frauen denn gehört, wenn nicht auf der Straße? Ich gebe zu, die Art und Weise, wie das Unterhaus ihre Gesetzesvorlage abgeblockt hat, war niederträchtig. Aber so ist Politik. Die Mehrheit der Abgeordneten ist nun mal gegen das Frauenwahlrecht. Für mich persönlich steht es außer Frage, dass Frauen wie Sie das Wahlrecht verantwortungsvoll ausüben würden. Es geht nicht nur um Frauen wie mich. Es geht um alle Frauen. Und deshalb bin ich sicher, dass es eines Tages das Frauenwahlrecht geben wird. Aber noch ist die Zeit nicht reif dafür. Haben Sie Geduld. Wir Frauen haben zu viel gelitten. Unsere Geduld ist aufgebraucht. Wir werden uns dieses Recht erkämpfen. Und wir sind bereit, alles dafür zu opfern. Unseren Besitz, unser Ansehen, unsere Familien. Und wenn es sein muss, sogar unser Leben. Na. Dieser Auftritt war natürlich ein Affront.
Aber wir Suffragetten ahnten nicht, wie hart der Staat reagieren würde. Sehr gut. Machen Sie so viele Aufnahmen wie möglich. Provozieren Sie die Frauen, wenn nötig. Ich will sie alle im Gefängnis sehen. Nun waren wir Frauen im Visier von Scotland Yard.